Szenen wie diese in der Silvesternacht im vergangenen Jahr in Berlin könnte es in diesem Jahr vielerorts in Deutschland wiedergeben. Das befürchtet die Gewerkschaft der Polizei. Es drohten erneut massive Angriffe mit Böllern auf andere Feiernde, Polizisten und Rettungssanitäter, hieß es. Die Gewerkschaft stellt sich auf größere Einsätze der Polizei ein, um erneute Gewaltausbrüche zu verhindern. Gesellschaft und Politik müssten reagieren. Die Berliner Feuerwehr sieht sich nach eigenen Angaben gut vorbereitet. Zu Einzelheiten des Sicherheitskonzepts wurden keine Angaben gemacht. Laut einer Umfrage erlebte die Hälfte der freiwilligen Feuerwehrleute in Deutschland in den vergangenen 2 Jahren Gewalt in Form von Beschimpfungen oder tätlichen Angriffen während ihres Dienstes. Feuerwehrverband und Unfallversicherung appellierten an alle Teile der Gesellschaft, Gewalt entschieden entgegenzutreten. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD warnte jüngst davor, dass Krawalle in der Neujahrsnacht durch pro-palästinensische Demonstrationen angeheizt werden könnten. Hintergrund ist der Krieg zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas.